Ah, super, ich hätte das gerade noch etwas. Das wäre das Jägermesser. Hier mit der Einhandklinge. Das weltberühmte Schweizer Sackmesser. Wo und wie wird es produziert? Grüezi miteinander. Mein Name ist Erwin Müller und ich bin Produktionschef bei der Firma Victorinox in Nybach in der Schweiz und zeige Ihnen nun, wie unser berühmtes Sackmesser hergestellt wird. Wir befinden uns hier in der Stahlhalle und aus diesem Material werden die Klingen hergestellt. Diesen hochwertigen Messerstahl beziehen wir aus den umliegenden Ländern und verbrauchen 2.500 Tonnen pro Jahr. Die Firma Victorinox wurde ursprünglich von Karl Elsener dem Ersten gegründet im Jahre 1884. Wie entstand eigentlich der Name Victorinox? Zu Ehren der Mutter Victoria, die verstorben ist, und der rostfreie Stahl Inoxidabel, abgekürzt als Inox, bildeten neu den Namen Victorinox. Wir verwenden verschiedene Stanzmaschinen. Hier werden die verschiedenen Teile wie Klingen, Schraubenzieher, Büchsenöffner aus dem Rohmaterial gestanzt. In diesem Ofen wird der Stahl auf 1060 Grad erwärmt und schnell abgekühlt. Dadurch werden die Teile sehr hart und haben eine gute Schnitthaltigkeit. Hier geht es um Genauigkeit. Die Teile müssen, um eine optimale Funktionalität zu haben im Taschenmesser, sehr genau geschliffen werden. Die Toleranzen, die wir hier einhalten, sind 200 mm. Als Vergleich, ein Haar, das Sie auf dem Kopf haben, hat eine Dicke von 600 mm. Das heisst, wir sind genauer als ein Haar. In diesem Raum werden pro Monat 15 Millionen Einzelteile umgesetzt, wie zum Beispiel diese Klingen. Aus diesen produzieren wir pro Tag 60.000 Taschenmesser in 500 verschiedenen Modellen. Das Taschenmesser besteht aus sehr vielen Einzelteilen. Dadurch ist es sehr, sehr vielseitig einsetzbar und wird auch sehr vielseitig benutzt, sogar im Weltraum. Zum Beispiel hat Astronaut Chris Hadfield sein Taschenmesser benutzt, als er mit dem Space Shuttle an die Raumstation Mir andockte, konnte er die Luke nicht öffnen und nahm sein Schweizer Taschenmesser hervor und mit dessen Hilfe konnte er die Luke öffnen. Unsere grossen Serien montieren wir automatisch, aber was Sie hier sehen, ist die Handmontage für Spezialitäten, zum Beispiel Okuliermesser, Rescue-Tool für Rettungskräfte, Golf-Tools für die Golfer, Seglermesser. Wir haben für alle speziellen Berufsgattungen das spezielle Victorinox-Messer. Also, machen wir Balance-Time. Hier sehen Sie die Balance-Time, die wird im ganzen Betrieb zweimal pro Tag 5 Minuten durchgeführt. Das Ziel davon ist, dass die Mitarbeiter von ihrer Arbeit eine Entspannung erreichen und wieder bewusst, körperbewusst an die Arbeit zurückgehen. Durch solche Übungen konnten die Ausfallstunden halbiert werden. Zum Schluss wird das Sackmesser noch poliert. Nach all diesen Schritten ist es nun bereit für den Versand in die ganze Welt.